7 oder halb 7, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Ware bekommen. Der Laden ist noch zu und jetzt stehen überall im Laden Paletten, so ganze BE-Zeug und ja, halt heißt es eigentlich nur Ware verräumen. Und meistens brauchen wir auch dafür einen ganzen Tag. Vielleicht sind wir schneller, aber sieht gut aus. Also wir haben jetzt nicht so unfassbar viel Ware. So, ich bringe jetzt einen Rolli zu meiner Kollegin an die Kasse, denn heute ist nicht so viel los. Und wir sind heute noch relativ gut besetzt, deswegen muss ich jetzt ein bisschen den Plan umstrukturieren, ob ich nicht lieber was anderes mache als Rollis. Mal schauen. Gerade packe ich Mavi aus, das ist sozusagen unser Einkaufsladen, nenne ich es mal. Also da können wir halt so Sachen bestellen, wie zum Beispiel neue Batterien oder, ja, oder neue Bildertaschen für die Fotoautomaten. Sämtliche Sachen halt und oder wir werden mit Sachen beliefert, wie jetzt zum Beispiel die Payback-Sachen, weil wir jetzt bald wieder eine Aktion haben. Und ja genau, jetzt packe ich das gerade aus. Da sind diesmal nicht so viele Sachen da drin. Manchmal bestellen wir halt jede Menge. Da können wir halt auch zum Beispiel so Sachen, wie ihr da oben seht, so Umbauzubehör, damit wir die Bereiche optimieren können. Was ist denn da? Warum geht das denn nicht ab? Ah, ich krieg's nicht ab. Ach doch. Genau, und das kommt jetzt in den Plastiksack. Wir sind sehr für Mülltrennung. Ich glaube, dass wir die Produkte auch gar nicht haben. Also, oder ich habe sie nicht gesehen. Ja, bei Jolly, das ist. Egal. Jetzt noch das Fenster. Und. Dann gucken wir uns das unten an. Oh, ist das schwer. Umrollen. Ah, oh, das ist voll schwer. So. Ich chill jetzt hier gerade so vor der Schublade und zähle jetzt die ganzen Boutique-Sachen. Deswegen sortiere ich mir die jetzt hier erstmal. Und dann müssen die alle. Und dann habe ich noch diesen Tisch, der da irgendwo steht. Den muss ich auch noch zählen. Ja. So. Fertig gezählt. Jetzt kontrolliere ich, ob ich auch alles richtig gemacht habe. Und ja, wollen wir mal schauen. Leute, gewöhnt euch nicht an Energy-Getränke zu trinken in der Ausbildung. Das ist eine ganz, ganz schlimme Angewohnheit. Ja. Ansonsten haben wir auch schon wieder 3:30. So, ich mache gerade Pause. Boah, wie ich aussehe. Das wäre Licht. Das ist ja nicht mehr normal. Ich esse gerade 2 5-Minuten Terrine. Ganz ehrlich, Freunde, wer wird von einer 5-Minuten Terrine satt? Also ich nicht. Aber das, die Gefahr bei einer Pause ist einfach, dass ich danach nicht mehr in die Pötte komme. Ich könnte gerade einfach so einschlafen. Wir haben 4:45. Ich darf nicht einschlafen. Ich muss ja noch arbeiten. Nein. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, was steht heute an? Bei uns steht heute an, dass wir erst einmal Freitag haben. Und es ein Tag ist, wo die Ware stehen bleibt und wir keine neue Ware kriegen und wir auch nicht unsere Rollis bearbeiten. Das bedeutet, wir haben Zeit für sämtlichen anderen Kram. Ich muss heute ein paar organisatorische Dinge klären erst einmal. Genau, und deswegen mache ich heute wahrscheinlich erstmal die Kosmetik, denn ich sehe hier 2 Kartons und da muss ich mal schauen, was überhaupt da drin ist. Maybelline-Umbau, beziehungsweise wahrscheinlich einfach nur die... diese Hotspots da. Meine Kollegin hat schon die Neulistungen eingeräumt. Was steht da noch an? Ich weiß es nicht. Ups, ja. Übrigens, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr meine Instagram-Story gesehen habt, aber dies ist ein Bremsenstich. Nicht so schön. Juckt auch bekloppt und sieht doof aus, aber da hat sie mich ganz gut gestochen, weil man sieht das so schon mal nicht. Danke an dieser Stelle.
Ja, genau. Ich mache jetzt hier erstmal die Kosmetik. Nicht wundern, warum ich hier so kritisch gucke. Ich habe mir das irgendwie schon in der Ausbildung angewöhnt, dass ich immer mal wieder im Laden rumschaue, mir die Kunden angucke, um zu schauen, wer macht gerade was, damit ich halt einfach eine Wahrnehmung für den kompletten Laden habe und vor allem auch für meine Umgebung und nicht nur stur auf die Aufgabe gerichtet bin, und dementsprechend sieht das aus. Oh mein Gott, wie schön sind bitte diese Lippenstifte. Oh mein Gott, die sind so schön. Ich glaube, das kennt ihr alle. Neu erstmal testen. Ich habe die Displays jetzt aufgebaut, die stehen, und jetzt gucke ich mal eben, ob wir noch irgendwie was Cooles haben, um die Boutique-Sachen schöner zu präsentieren. Das wollte ich sagen, weil mir gefällt das nicht so. Gehen mal die Tür zu. Mir gefällt das nicht, boah, ist das laut hier, wie wir die gerade präsentieren. Und zwar haben wir die alle von dem Tower auf einen Tisch gestellt und das gibt leider ein richtiges Chaos. Deswegen ich jetzt versuche, vielleicht die auf so einer Indoor-Schütte, nennt man das, zu präsentieren. Und zwar kann man nämlich diese Kisten hier, also die, kann man nämlich, da ist sogar Klettverschluss dran, easy. Dann kann ich nämlich hier draufstellen, ist auch der Preis dran. Nein. Aber ich finde das viel schöner, wenn das da so draufsteht. Da kann ich ein Bild von ihr reintun. Hier zum Beispiel. So schön. Nee, aber das sieht doch besser aus, oder? Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich habe noch 3 Böden. Da sind nur Körbe leider. Ich brauche aber noch einen Boden. Ah, da sind noch ganz viele Böden. Jupp, dann mache ich das jetzt. Okay, jetzt habe ich meinen Kopf richtig voll gepackt. Und zwar brauche ich jetzt diese Haken, weil ich jetzt auch endlich mal Zeit habe, unsere Spacewall-Wände zu machen. Also mittlerweile wisst ihr ja, glaube ich, was eure Spacewall-Wände sind. Also die Wände, wo oft diese Haken dranhängen und irgendwelche besonderen Artikel dran sind. Und da hänge ich jetzt unsere Beauty-Sachen hin und hoffe, dass das der FIA-Leitung und den anderen Kollegen auch gefällt, weil das ist immer so meine Angst. Aber es sieht ja ganz nett aus. Gestern hat der Lernling so Dekoblumen mitgebracht. Die können wir jetzt an unsere Tische festmachen. Die mache ich jetzt mal direkt an den Boutique-Tisch, den ich gestern gemacht habe. Dann sieht das noch ein bisschen optisch schöner aus und ja, dann spricht das die Kunden vielleicht mehr an. Es ist wieder Rolli-Zeit und unser bekannter Haarpflege-Rolli. Also Leute, guck mal, das ist echt, mir fällt kein Wort dafür ein. Aber auf jeden Fall, schaut euch, das ist nach der Ware. Selbst unser Zahnrolli ist nach der Ware. Pharma, alles ist noch in Grenzen, ne? Aber Haar, ja. Aber ich mag den Bereich sehr gerne, auch wenn mich manche Shampoo-Flaschen aufregen. Aber dennoch, ich
wage mich jetzt daran. Ob ich das schon gemacht habe, aber anscheinend findet die Idee nicht jeder gut. Aber ich schon. Also mache ich das jetzt noch einmal, denn das ist doof. Also die Dinger jetzt da rein. So, das ist das Endergebnis. Wenn, dann wollen wir das richtig gerade schieben. Der kann noch weg. Das muss noch aufgestellt werden. Und dann siehe da, wie leer der Rolli jetzt ist. So, jetzt kommt der Büroteil meines Jobs. Denn wir feiern am 20.09. unseren Filialgeburtstag. Wir werden einfach mal 10. Und dazu muss ich jetzt halt ein paar Dinge erledigen. Und jetzt sitze ich halt etwas im Büro, jetzt keine Stunde, aber ich muss jetzt halt ein paar verschiedene Zeitungen anschreiben, Werbung bestellen und etwas, was man jetzt halt einfach nur im Büro machen kann. Also das machen jetzt nicht, ich sag's mal, die Mitarbeiter, die jetzt mit unterschiedlichen Stunden, wie zum Beispiel 20 oder 30, die machen sowas nicht, aber Filialleitung und Stellvertretung in meinem Fall, die sind halt schon etwas öfters im Büro. Und ich würde mal sagen, wenn ich so jetzt mein Jahr betrachte, bin ich so, schwer zu sagen, aber ich sag mal jetzt einfach 85% auf der Fläche und 15% schon im Büro, wenn ich wirklich alles dazu zähle, wie Mitarbeitereinsatzplanung, die ganzen Mails und. Ja, und jetzt gerade schreibe ich die Zeitungen an und guck mal, wer Lust hat, darüber zu berichten. Yay! Ich habe hier gerade jemanden an unserem Regal entdeckt. Genau. Ja, wer bist denn du? Ich bin der Sebastian von der kleinen Marke No Planet B. Vielleicht habt ihr die schon mal bei DM im Sortiment entdeckt. Eine kleine Naturkosmetik-Marke. Das ist die Marke mit den bunten Schmetterlingen. Und wir versuchen jetzt gerade noch so ein bisschen die Leute für das Thema Recycling zu begeistern und kleben hier diese Ich bin Recycled-Sticker auf unsere Flaschen. Ja, mega cool. Warum ist denn der Schmetterling euer Markenzeichen? Der Schmetterling ist das Markenzeichen von No Planet B, weil es darum geht, dass man mit kleinen Taten auch eine große Wirkung erzielen kann. Das ist auch der Schmetterlingseffekt genannt oder Butterfly-Effekt. Deswegen haben wir uns das Logo ausgesucht oder dieses Symbol gewählt. Und wir glauben, dass jeder, der eine kleine gute Tat am Tag tut, damit eine große Wirkung erzielen kann. Und der Schmetterling hat auch mehrere Elemente. Einmal ist da der kleine Planet mit drin, weil wir auf den besser aufpassen müssen und uns den kümmern müssen. Dann haben wir natürlich das No Planet B als Logo hier drin und die Flügel des Schmetterlings und die kleinen Sterne hier, habe ich eben schon verraten, ist eigentlich ein Geheimnis, aber das ist so süß. Das steht eigentlich für die vier Familienmitglieder aus unserer Familie, weil wir eine Familienmarke sind. Das ist einmal meine Frau, die Jessie, meine beiden Kinder und ich. Und das sind die vier Sterne, die hier drin stehen. Aber eigentlich weiß es keiner. Okay, deswegen sagt ihr das auch nicht weiter. Genau. Nicht verraten. Okay, wie ihr sehen könnt, habe ich Feierabend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könntet daraus vielleicht ein paar coole Einblicke gewinnen. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr das noch nicht getan habt. Abonniert, bla bla bla, Ende jedes Videos auf YouTube. So, ich genieße jetzt noch den Feierabend, beziehungsweise es ist eigentlich Wochenende. Und ja, ich wünsche euch was. Ciao mit V.